Was mich schon immer fasziniert hat, ist in den Nachthimmel zu schauen und oben Satelliten entlang flitzen zu sehen. Dazu gehört natürlich auch die internationale Raumstation, die ISS. Und hier sehen Sie ein kleines Programm, das ich geschrieben habe, das die aktuelle Position der ISS über der Erde anzeigt, also wie man sie sozusagen aus dem Weltraum sehen würde und auf der Erde verorten würde. Im Augenblick fliegt sie gerade ja, fast an England vorbei und hier, na, gleich hat sie die Küste erreicht. Ich will Ihnen kurz erklären, wie man so ein Programm schreibt. Das wirkt ganz schön. Ich habe eine Grafik, ein Bild, einen Auszug einer Karte, was übrigens dauernd neu berechnet wird. Und ich brauche natürlich die Daten der ISS, wo ich die herbekomme und so weiter. Das zeige ich Ihnen gleich. Das Faszinierende ist, dass Sie überhaupt gar keine Kontrollstrukturen brauchen, um das Ganze zu programmieren. Also kein If, kein While, gar keine komplizierten Konstrukte. Sie müssen nur Daten zusammenführen, die aus verschiedenen Datenquellen stammen. Ah, schön, nicht? Halten wir das trotzdem mal gerade an. Hier sehen Sie die ganz normale Setup-Routine, die unseren Bildschirm aus 640x480 Pixel, also unser Anzeigefenster, auf diese Größe setzt. Und die Rate ist absichtlich herabgesetzt auf 1. Das hat damit zu tun, mit den Datenabfragen, die wir ins Internet machen, die soll man nicht zu hochfrequent machen, um den Server auf der anderen Seite nicht zu sehr zu belasten. Und einmal pro Sekunde, es reicht vollkommen, um die Daten von der ISS zu erheben. Was wir zuvor noch brauchen, das Schöne ist an Processing, dass es das alles schon zur Verfügung stellt. Wir brauchen ein besonderes Objekt, das wir JSON nennen, was vom Typ JSON-Objekt ist. JSON-Objekt steht für JavaScript Object Notation. Das ist ein ganz bestimmtes Austauschformat von Daten, was aus der JavaScript-Welt stammt und sehr viel im Internet verwendet wird. Aus diesem Datenobjekt, da werden sich drin finden die präzisen Breiten- und Längengradinformationen der ISS. Die werden wir daraus extrahieren und als Doubles abspeichern. Was wir zusätzlich noch machen, nicht machen müssten, ist hier den Zoom-Wert zu setzen auf 6 und auch wieder schon integriert im Processing die Fähigkeit mit Bildern umzugehen. Hier die Variable Image vom Typ P-Image. So, wir haben das Ganze gesetzt. Jetzt geht es hier mit unserer Zeichenroutine, der Draw-Routine los. Das JSON-Objekt wird jetzt aus dem Netz geladen. Das JSON-Objekt von dieser Adresse holen wir uns die Information, das Datum, wo gerade die ISS entlang fliegt. Das habe ich natürlich nicht einfach so gewusst, sondern ein wenig gesucht. Es gibt zum Beispiel, das ist eine der möglichen Datenquellen, diese Webseite, diese OpenNotify.org, die die gegenwärtige Position der ISS bekannt gibt. Das ist unsere Webadresse. Da braucht man nur eine sogenannte HTTP-Anfrage, das was Ihr Browser da oben macht, wenn Sie eine Adresse eintippen, abschicken. Und dann bekommt man dieses Datum zurück in diesem Format. Das ist das JSON-Format. Das ist in diesen geschweiften Klammern. Und da gibt es dann immer Wertepaare, also einen Schlüssel und seinen entsprechenden Zielwert durch den Doppelpunkt getrennt. Also die Message ist erfolgreich gewesen. Hier sehen Sie den Timestamp. Da gibt es eine Zahl, die die verstrichene Zeit anzeigt. Dann gibt es die ISS-Position und das ist dann wieder ein JSON-Objekt, was unter dem Schlüssel Latitude und Longitude, also Breiten- und Längengrad, die entsprechenden Zahlenwerte hat. Die extrahieren wir uns genau so, dass wir sagen, aus diesem JSON-Objekt, bitte hol mir da die ISS-Position. Ja, das war der Teil, ISS-Position und daraus dann get double latitude, entsprechend natürlich die Longitude. Wir können uns das eben mal anschauen, indem wir hier ein print ln einführen und das JSON uns anschauen. Lassen den Code wieder laufen. Wir bekommen wieder unser Bild.
Und parallel dazu sehen wir aber hier die Positionsdaten, die hereinrauschen von der ISS, wieder Latitude, Longitude, Success und der Timestamp dazu. Das haben wir also extrahiert. Die Zeile brauchen wir nicht mehr. Wie komme ich jetzt an das Kartenbild? Von Google gibt es auch sogenannte APIs. API steht für Application Programmers Interface. Und das ist diese Webseite hier. Unter Developers Google gibt es ganz verschiedene für die verschiedenen Dienste, die Google anbietet. Hier für die Static Map. Da bekommen Sie erklärt, wie Sie einmal so einen besonderen Key, kommen wir gleich zu, noch brauchen, um überhaupt die Daten abfragen zu können. Sie können die also nicht so einfach wie eben die ISS-Daten abfragen, sondern Sie brauchen einen Authentifizierungsschlüssel dazu. Dann bekommen Sie das hier alles erklärt, was Sie da Schönes machen können. Auch ein Beispiel. Die eigentliche Dokumentationsseite für die Details finden Sie hier. Der Google Static Maps Developer Guide, sorry, mit den ganzen Einträgen, die da möglich sind, hier an der Seite. Sie werden gleich sehen, wir haben die Location, die wir angeben, also was wir auf der Karte sehen wollen, wie nah wir da ranzoomen, wie groß das Bild sein soll und so weiter und so fort. Hier ist auch so ein Beispiel. So einen Aufruf müssen wir zusammen konstruieren, als String und dann absetzen und zu Google schicken. Das ist die Webseite. Und nach diesem Fragezeichen kommen die ganzen Parameter. So ähnlich wie dieses JSON-Format ist das wieder ein Schlüssel. Hier heißt es Center, sorry, Center, gleich. Und dann kommt hier, in dem Fall sind es Ortsdaten oder Zoom gleich 13, Size gleich und so weiter. Und am Schluss muss der API-Code sein, den man von Google sich geholt hat, der einfach notwendig ist, um den Dienst gebrauchen zu dürfen. Dann bekommen Sie ein Bild zurück, so eines hier. Dieser String-Code, der individuell für jeden Entwickler ist, der steckt bei mir gerade hier hinter diesem Reiter, hinter Config, damit Sie den nicht sehen. Sie sollen nicht mit meinem API-Key arbeiten. Da müssen Sie immer grundsätzlich aufpassen, dass Sie sowas auch nicht auf GitHub oder so versehentlich einschicken. Also hier ist unsere Webseite. Der String, der API-Key verbirgt sich hinter Config. Dann haben wir hier das Center. Da bauen wir uns den Parameter zusammen. Die Latitude und die Longitude werden als String umgewandelt. Und wir stellen hier noch den Zoom ein. Und hier die Bildgröße, dann bauen wir uns als Option das alles zusammen. Wir verketten die Zeichenketten Center, Zoom, Size und API-Key. Und auch das können wir uns mal eben anschauen, wie das dann aussieht. Das ist dann Map-URL plus Options. Dann sehen wir natürlich wieder unsere Datenkarte wieder. Ja, da sind wir gerade unterwegs. Und hier sehen Sie, wie jedes Mal bei Google angefragt wird, unter diesen Daten mir ein Kartenbild zurückzuliefern. Am Rand sehen Sie noch meinen Schlüssel. Der ist nicht vollständig, was Sie hier sehen. Also da muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie damit arbeiten können. Aber hier ist angedeutet, wie das Ganze ausschaut. Kommentieren wir auch das wieder aus. Wir sind schon fast am Ende. Image, können Sie sich daran erinnern, haben wir oben die Variable eingeführt. Image ist jetzt einfach laden unter dieser URL, unter den ganzen Optionen als PNG. Dann wird das auf dem Bildschirm dargestellt, das Bild auf der Position 00, also links oben in der Ecke. Und dann zeichnen wir noch als Ellipse die ISS ein, damit wir so einen Punkt in der Mitte des Bildes haben. Also das ganze Bild ist immer zentriert. Die ISS ist in der Mitte und wird da angezeigt. Lassen wir das Programm wieder laufen. Das macht diesen schönen Effekt. Hier gerade Israel, Libanon, Syrien, Jordanien
Da fliegt gerade die ISS drüber. Ein schöner Ausblick, den man sich so einfach selbst programmieren kann.